Herzlich willkommen also zur Vorschau auf den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga, die in ihre entscheidende Phase geht. Wir können dabei natürlich auch ein bisschen auf den 29. Spieltag zurückblicken, indem wir sozusagen da auch ein bisschen die Leistung bewerten wollen im Verhältnis zu den Ergebnissen, vielleicht auch zu unseren Tipps, wo ich natürlich jetzt vielleicht nicht ganz hingekommen bin, aber wir haben jetzt Over-Under und so, haben wir ja alles zum Beispiel nicht besprochen, da gibt es eben auch andere Märkte. Aber ich denke mal, auch gab es eine gewisse Quotenentwicklung teilweise über die Woche, wo man eben dann auch immer noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Und wer jetzt halt mit dem Tool schon arbeitet oder wie auch immer, also das vielleicht jetzt ausprobiert, gerade bei der Bundesliga gibt es ja die Möglichkeit halt, dass man sozusagen sofort meine Einstellungen und Zahlen da auch sehen kann und bekommen kann. Dann kann man sich ja hier mal ein Bild machen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich also bei Leipzig halt gesagt habe, ich mache mal die hier alle weg, die von Spanien waren. Oder habe ich... Oh, weia, jetzt weiß ich wieder nicht, ob die gesaved sind. Naja, gut. Leipzig hatte ich auf jeden Fall dann so für 1,53 war es mal, da ist ja der Kurs runtergegangen. Die haben 3-0 gewonnen. Und jetzt wollen wir das also chronologisch rückwärts machen. Die Leistung war auch so gut, also Hoffenheim hat hier angeblich statistisch so gut wie gar nichts produziert, wobei ich die zweite Halbzeit, was ich gesehen habe, sah es eigentlich immer aus, Hoffenheim macht die ganze Zeit Wirbel, ne? Und versucht halt, aber dass sie nicht zum Tor gekommen sind, kann schon sein, kommt auch bei mir raus, bei den X-Goals wahrscheinlich auch, keine Ahnung, aber es war ja jetzt auch nicht mehr an Überlegenheit als erwartet, also es passt dann schon in etwa. Ne? So, bei Frankfurt-Freiburg hat halt Freiburg gewonnen, 3,01 und ich weiß nicht genau, was ich hier raus hatte. Hier war sogar Freiburg Favorit. Hier hatte ich eventuell den Sieg gesagt. Indiziert war er. Hier war Frankfurt die leicht bessere Mannschaft nach den Werten und es passt also alles relativ gut zusammen. Also hier könnte man nicht kritisieren, aber da könnte ich natürlich jetzt auch nach Spielbericht oder so, war es für mich jetzt eher, naja, eher glücklich halt. Aber ist ja auch normal, es ist ja auch der Außenseiter, auch wenn nur ganz leicht oder so, der gewinnt, aber es ist ja dann so oder so ein Außenseiterergebnis. Das X bei Bochum gegen Leverkusen, können wir hier gucken, ob es eine Indikation gab, wenn überhaupt eine ganz knappe Indikation auf das X für 4,0. Hier war es nur 3,85, konnte ich wahrscheinlich nicht empfehlen. Und hier haben wir leichten Vorteil erwartet. Hiernach wäre also ganz klar Bochum indiziert gewesen. Hier ja, war Leverkusen klarer Favorit. Hier war es sehr ausgeglichen, was ich gesehen habe. Sah mir auch eine sehr starke Leistung aus von Bochum, was hier also auch bestätigt ist. Das heißt also, sie haben sich den Punkt zumindest hier verdient. Vielleicht sogar etwas näher dran. Ne? Hertha gegen Union war halt richtig trotzdem schlecht, auch wenn sie nach vorne vielleicht was produziert haben. Union hat es wirklich besser gemacht und sich da auch einen verdienten Sieg geholt. Also hier hätten wir, glaube ich, sogar wahrscheinlich Hertha nehmen sollen, aber ich glaube, ich habe mich hier vollkommen raus erklärt, eben mit der Aussage Derby, das ist mir sowieso viel zu speziell und es hat sich auch hier wieder gezeigt. Und hier war es eben auch verdient sogar der Sieg, man kann also nichts sagen. Aber da war auch ein kleiner Widerspruch zwischen Statistikmodell und Betmaster hier, wo ich dann sowieso sagen würde. Ne? Gladbach hat sich hier durchgesetzt mit 2:0 auch verdient. Hier waren sie nur 0,4, hier 0,7 Tore vor im Spiel, tatsächlich 0,8. Haben es verdient, trotzdem sah Fürth in der zweiten Halbzeit eigentlich gut aus, halt auch competitive, aber ist natürlich dann zu wenig. Köln hat hier sensationell das Spiel gedreht, was ich auch getippt habe auf jeden Fall. Hier hatte ich halt ein halbes Tor Vorsprung, hier 0,34. Im Spiel waren sie so 0,37 vorne, es geht schon. Die Wette ist dann auf jeden Fall in Ordnung und ging ja auch auf. Also da können wir dann sehr froh sein. Ne? Wolfsburg gewinnt halt 4-0. Natürlich war hier diese Kai Bülow, oder ich weiß gar nicht, was mit ihm dann war. Die wollten es ja noch sagen, habe ich nichts gehört. Aber wenn dann so eine schlimme Verletzung da bewusstlos, da war es schon 1-0. Aber es ging dann natürlich sehr einseitig da zur Sache und dann kann ich natürlich das auch schlecht schönreden. Hier war es ja auch gar nicht indiziert laut diesem Tool, aber nach der Leistung war es eben gar nicht so. Aber wenn dann natürlich schon 1-0, 2-0, wie auch immer, dann geht es halt manchmal so down, ohne dass eben hier die Statistiken das voll und ganz bestätigen. Ne? Dann schauen wir nochmal auf das Bayern. Natürlich
Also da braucht man eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen, dass halt hier das 3,48, wir haben es jetzt auch in Spanien, in Italien gesehen, dass also alle die, England, also alle die, die dieses Doppel-Business da haben, wie heißt das bei uns immer? Zweifache Verpflichtung, wie heißt denn das? Wie sagt man denn da immer? Doppelbelastung, das sagt man, Doppelbelastung haben. Dass die eben wirklich jetzt, sagen wir mal, das auch zu wichtig ist, dann der Wettbewerb oder jetzt die Closing Stage, also wo man jetzt sagt, jetzt geht es ins Eingemachte, hier wollen wir einen Wettbewerb gewinnen oder so. Bei der Bundesliga haben sie eben dann weniger Zweifel, hat auch wirklich ein bisschen B11 gespielt, wo ich vorher meinte, nein, die Bayern wollen sich in Form bringen. Villarreal hat aber auch nicht die Leistung und das Ergebnis gebracht. So haben es halt viele, kann man hier jetzt auch nur bestätigt gesehen, sehen, sie haben halt gewonnen. Hier sieht man auch 1,17 Tore schlechter. Also das war wirklich nichts, aber es reicht dann halt trotzdem zum Sieg, wie auch immer, ne? Bei Stuttgart, Dortmund hat da halt hier Dortmund einen viel größeren Vorteil gegeben. Da hätte man also Dortmund spielen sollen, müssen, können, wie auch immer. Ich glaube, ich habe gesagt, nein, mag ich nicht. Dann war es aber, glaube ich, sogar über zwei teilweise der Kurs. Das wäre aufgegangen, ob es denn nun wirklich eine gute Wette war, so stark wie Stuttgart gegen Ende war. Das Understat hat hier sogar Stuttgart leicht vorne gesehen. Aber das kann ich nicht so bestätigen. Ich finde schon ein kleines Plus, aber es ist auch dann eben ergebnisbedingt. Insofern würde ich mal sagen, ja, haben sie halt dann, sagen wir mal, diese Reaktion gezeigt. 12. Minute 1-0. Muss der vorher noch runter, der Reiner, kommt der Torschütze rein. Brandt natürlich hier, Reiner unter Tränen. Klar kann man da auch sehr viel immer erzählen. Also dann auch meinetwegen emotionale Dinge. Aber dann ausgerechnet natürlich dann den Doppeltorschützen einzuwechseln, weil sich der schon wieder tragischerweise verletzt und so. Das sind halt auch die kleinen Zufälligkeiten, wo man natürlich alles nicht berechnen könnte, aber auch gar nicht den Einfluss kennt. Also selbst wenn wir, naja, der Versuch, wo soll ich da anfangen zu rechnen? Brandt ist besser als Reiner, naja, ist doch Blödsinn. Also und die Wahrscheinlichkeit noch, dass er reinkommt, ist doch alles Quatsch, ne? Also was wir da rausbekommen. Aber es sind eben trotzdem äußere Einflüsse, die eben so nicht geplant sind und in dem Sinne dann natürlich, naja, unvorhersehbar, irgendeinen diffusen, chaotischen Einfluss haben. So, jetzt steht der jetzt steht der nächste Spieltag an und das wollen wir halt möglichst mal auch ein bisschen schneller vielleicht durchschauen. Würde ich gerne mit mir das Übereinkunft erzielen, ne? Dass ich halt einfach nur mal, haben wir hier Indikationen? Okay, Dortmund sieht überhaupt nicht nach einer aus. Wolfsburg will ich auf keinen Fall haben. Das ist mir so dermaßen, also jetzt auch dieser Sieg gegen Bielefeld, dann halt doch das Ausnutzen, aber bitteschön, haben sie schon mit einem Tor geführt. Bielefeld wird dann eben als Aufsteiger da gehandelt. Hier sagt er auch klar, mehr Vorteil, dass ich also Dortmund nehmen könnte, aber 1,65, also 1,55 ist sozusagen hier mir zu weit entfernt, um das zu überbrücken und hört sich für mich auch nicht so an. Aber nicht, weil ich Wolfsburg jetzt mag, sondern weil ich Dortmund halt auch nicht so toll finde, eben auch nicht im letzten Spiel. Also wenn die jetzt meine Mannschaft wären, dann würde ich schon sagen, geht 1,55. Also Wolfsburg hat überhaupt nichts für mich. Also, ne? Aber gut, natürlich ein 4-0 gibt einem dann auch wieder Auftrieb. Ne? Freiburg gegen Bochum sieht bald schon so aus, als ob man hier Freiburg nehmen könnte. Das wollte ich jetzt gar nicht hier diesen Dings anklicken. Aber wie kann denn der Wert sein? Jetzt habe ich mit Dortmund angefangen. Wo war ich jetzt? Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Spiel ich hatte. Mann, Mann, Mann. Freiburg gegen Bochum. Nee, das sieht doch hier 1,64, 4,10, 5,13. 4,10, 5,13. Ja, dass er gerade so sagt, X. Können wir immer die Liga überprüfen wegen dem X? Da hat er hier keine X oder nicht übertrieben oder eher halt zu wenig X im Moment und bei den beiden Mannschaften. Aber jetzt, was hat er denn für ein Gefühl? Also Freiburg hat 9x anstatt 7,83, die haben 6 anstatt 7,31. Aber es ist jetzt auch eine Tabellensituation, bei der also ein X überhaupt keinen, das wäre also rein statistisch natürlich gewettet. Aber dann würde ich sagen, die paar Prozente, die uns da fehlen, erstens in der Liga nicht, außerdem vom Wettbewerb her nicht. Also da kommt für mich dann kein X in Frage als Wette, auch wenn 4,0 halt überfair. Wir bräuchten nur 25%, haben wir gesehen, haben wir im Prinzip erwartet, ist aber nicht ganz gekommen. Naja, Mainz jetzt auf Sieg, na, das hört sich natürlich auch abenteuerlich an. Computer wird es wahrscheinlich bestätigen hier, das Statistikmodell,
dass der sogar Mainz noch mehr vorne sieht. Naja, da ist wirklich jetzt so ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, vom Computer dieses Prinzip heim-auswärts. Bei Mainz immer auswärts, sondern wir gegen heim aufsieht. Nur bewahrheit es ist sich ja immer wieder, zumal es dann auch in die Statistiken eingeht. Aber 2,02 vom reinen Klang her hört es sich nicht danach an, zumal es ja jetzt auch um Wettbewerbsbedingungen geht. Ja? Also Stuttgart möchte dringend den Abstieg vermeiden, Mainz, ja, wenn es geht, gehen wir auch in die, ne, so ungefähr. Aber ja, die spielen also eigentlich schon immer alle normal. Also nach allem, alles was recht ist, muss ich halt sozusagen Mainz, weil ich kann nicht so eine Anpassung vornehmen, die rational, naja, ja, man muss dann Stuttgart viel besser setzen, aber so viel besser waren sie ja nicht. Also es zeigt mir halt auch die Statistiken. Also im Gegenteil halt, das ist eben eher Mainz. Dann muss man das halt spielen und hat trotzdem ein schlechtes Gefühl dabei, aber gibt es halt so eine Spiele, ne? Wenn wir auf Augsburg, aber Hertha wird jetzt so runtergewirtschaftet hier und gewertet auch, dass eben keiner mehr was mit denen zu tun haben. Hier sagt er sogar, können wir Augsburg nehmen. Also was heißt sogar? Ich meine aber 2,06, das hört man ja schon, was ist das für ein Kurs? Also wenn man so 2,10, eigentlich hätte ich mit 2,25 oder so gerechnet, dann würde ich sagen, machen wir, was soll's. Ich habe ja gestern wieder mit einem Hertha-Fan, ich war auch im Stadion, aber was heißt Hertha-Fan, habe ich euch ja gesagt, der Sohn spielt jetzt bei Hertha, dann ist man zwangsläufig auch für sie, weil es halt auch um die eigene Zukunft geht. Dann sagt er wirklich so, da sind ja die, sagen wir mal, alles, wo Geld oder was, auch für die Jungen, die kriegen ja jetzt schon Verträge da, ja. Also die kriegen richtig schon Verträge, müssen die mit 13, 14, dann 13 jetzt schon Verträge, ja. Also darf ich die Insights geben, aber dann habe ich es jetzt schon ausgeplaudert. Aber man weiß es ja auch und hört ja auch so eine Sachen, dass sie wirklich unterzeichnen. Aber dann ist es sozusagen, wenn es dem Verein gut geht, geht es halt auch dem Nachwuchs da gut. Und das ist halt, insofern müssten wir uns halt wünschen, dass Hertha da drin bleibt. Ein bisschen, also schließe ich mich dann an, dann wünsche ich es mir jetzt auch. Weil ich eben auch, natürlich kenne ich den Jungen, seit er fast auf die Welt gekommen ist und fühle dann so ein bisschen mit, aber wünsche ihm ja auch und finde fantastisch, wie er spielt und wie er das macht. Und dann bin ich natürlich total da auf der Seite. Natürlich müssten wir trotzdem hier, aber dann will ich halt nicht gegen Hertha wetten. Also wir müssten rational bleiben und sagen, Geld stinkt nicht halt. Ne? Also wenn es genug gibt, dann muss man es spielen. Aber ein Glück müssen wir es nicht und dann ist auch okay. So, also jetzt habe ich mich da festgelegt. Köln auf X oder 2 zu spielen, 3,73 und was war der andere Kurs? 3,50, also 3,73, 3,50, es wäre gerade so. Ich wäre auch einverstanden, weil mich Gladbach jetzt wieder überhaupt nicht überzeugt hat. Hier haben wir ähnliche Werte, ein ganz bisschen schlechter. Also, dass es so dermaßen grenzwertig ist, aber als dieses große Duell da und dieses Potenzial bei Gladbach, immer wieder vom Potenzial zu reden. Jetzt haben sie mal das Zweite gemacht in Fürth und dann immer noch nicht. Also dann muss ich halt hier jetzt Köln anklicken, aber auch for the sake of finding a few bets, ja. Also dass man halt jetzt auch ein paar Tipps hier einfach mit drin haben möchte, ne? Dann hat man was zum Mitfiebern, naja, toll. Aber ist ja Quatsch, also ich fiebere natürlich, wie auch immer. Aber mit meinen Einschätzungen, aber hier ist es wie gesagt eine Kann-Wette, aber ich finde schon, dass es gerade so geht, auch eben im Sinne von diesem Traditionsderby da und also was eben wirklich die größte Bedeutung da am Rhein hat. Ne? Leverkusen kann da nicht mithalten. Und auch wenn sie viele Jahre dabei sind. Bei Bayern macht er natürlich viel mehr. Und Bayern jetzt mit Mittwoch-Business. Natürlich werde ich hier, ich beiße hier rein. Also jetzt ist mir egal. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ich könnte natürlich plus 1,5. Ja, es ist so lächerlich, hier natürlich eine 0,5, so eine hohe Quote zu spielen. Aber ich mache es trotzdem. Und warum mache ich es? Weil ich also auch jetzt denke, Bayern-Titel ist nicht die Sorge natürlich, überhaupt nicht. 1-0 Augsburg, haben wir gesehen. Champions League, klar, würden sie gerne weiterkommen. Wenn sie rausfliegen sollten, ist es trotzdem nicht krass gegen sie gerichtet. Also hier sagt er, ähnliche Chancen, vielleicht sogar ein bisschen günstiger für Bielefeld. Klar war das mit Bielefeld jetzt grausam. Jetzt haben sie zweimal so einen Spieler verloren da. Mit einer schweren Verletzung und was weiß ich. Also das, ne, das ist. Aber sie werden wieder ganz normal rausgehen und halt versuchen.
Und natürlich 0-4 da in Mainz und jetzt wieder 0-4. Klar, wo jetzt jeder sagt, jetzt ist es doch geklärt. Die krassesten Außenseiter, ja, solche Quoten, ihr macht's nicht. Ich klick's hier mit an, ich traue mich und habe eben the guts. So, und Hoffenheim gegen Fürth, naja gut, das, da sollten wir vielleicht wirklich mal nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch, die Quoten stimmen ja auch hier, das lasse ich gleich mal sein. Und Union, die spielen tatsächlich gleichzeitig 2,20. Was ist das für ein Kurs? Ich meine, da müsste man ja sowieso nur Frankfurt nehmen, nach den Werten. Mal gucken, ob das hier bestätigt ist. Okay, der bestätigt das. Ich meine, Frankfurt hat ja auch kaum Tore kassiert jetzt in letzter Zeit. Was haben die denn kassiert hier? Ich meine, Union, klar, sind die richtig, richtig kompakt, gut, alles stark hier, gewinnen so eine Spiele gegen Köln, haben wir ja drüber geredet, alles. Hier war auch die schlechtere Serie, ne? Die haben jetzt verloren, 1-2, davor war halt 0-0, 0-0, 2-1, 4-1, naja gut, 0-1, 0-1 mit den Gegentoren, das sehen wir hier immer so, Average Goals conceded, 1,0, 1,66 erwartet, also da haben sie trotzdem sehr gute Abwehr, auch wenn sie ständig Tore kassiert haben. Aber hier nehme ich hundertprozentig Frankfurt jetzt, natürlich auch im Sinne von ein paar Wetten haben, Auswärtsbilanz 6-4-4 sehen wir auch. Union natürlich zu Hause stark, auch besser als erwartet. 19, 14 Tore ist auch gut, Abwehr stabil. Aber die haben 23, 21, Sturm gut, Abwehr auch gut. Finde ich jetzt also finde ich nichts sozusagen, was hier dagegen spricht. Also finde ich absolut rein gar nichts. Ne? Also wenn wir mit Einheiten wetten würden, würde ich sagen, hier 10 Einheiten. Ne? Also meinetwegen 8. Also wenn ich mal so sage, 10 macht man doch nicht oder so. Ne? Also das ist hier alles okay. Und Bielefeld natürlich, Köln eine, warum, also überhaupt eine, ne? Also Köln vielleicht eine, Bielefeld halt auch eine halbe. Aber wir haben ja da das Problem natürlich, ob wir auf den Swing oder auf die Einheit wetten, wenn man eine Einheit wettet auf Bielefeld und 5,5 oder 5,09 zurückbekommt und hier eine Einheit wettet, 2,02. Könnte man ja auch den Einsatz nur auf die Auszahlung hin lenken. Immer, ne? Also 5 Euro hier, dann sind es 10. Hier 2 Euro sind es auch 10. Quasi so in diese Richtung. Ne? So, jetzt haben wir noch die letzten beiden Spiele. Hoffenheim habe ich schon geguckt, machen wir nicht. Das letzte Spiel, also da sagt er hier eventuell Leipzig. Ja, also da würde ich natürlich nicht Nein sagen. Ganz im Gegenteil. Aber Heim-Auswärts, also das weiß ich nicht, ob das hier bestätigt wird. Hier bestätigt das überhaupt nicht. Und hier ist aber die ganze Saison, hier haben wir die letzte Saisonphase, ein bisschen Barcelona, ne? Leipzig, ein bisschen Barcelona, dass ich vielleicht doch sagen würde, die Werte hier zählen mir etwas mehr. Also, aber die haben beide, hatten den gleichen Gegner. Was ist hier los in Europa? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wisst ihr, was ich meine? Europa League. Atalanta, das 1-1. Ne? Na gut, es ist sehr wichtig für sie, dass das also gegen sie, gegen das dann stehen könnte und das Statistikmodell auch noch, dann lasse ich das weg. Jetzt habe ich also nur 4 Tipps, na immerhin, und dann bin ich aber auch schon durch hier mit dem. Und sage wie immer schönen Dank, probiert das Tool aus, kommt vorbei, schaut im Stream vorbei. Checkt meine anderen Links aus. Ich bemühe mich natürlich auch da immer ein bisschen mehr leben, aber ihr seht ja mir auch an das Alter und dann ist man auch mit dem Internet und den ganzen Möglichkeiten nicht mehr so vertraut, aber ich denke mal, ihr kriegt hier ein ganz gutes Tool, auch eine gute Chance geliefert, dass ihr das euch euer eigenes Glück auch schmieden könnt. Ne? Und da bin ich natürlich gerne bereit, auch jeden also die Einführung zu geben oder ne, das ist ja ein Coaching, könnt ihr gerne mithaben mit einem Abonnement oder sowas, ne? Dann wird man das schon sehr gut bedienen können. Und das habe ich natürlich auch ein paar Mal gemacht jetzt. Und da kommt es eigentlich auf das ganz gut hinaus, ne? Dass man dann den Umgang lernt und auch, sagen wir mal, ein bisschen mathematische Hintergründe, auch natürlich die Performance und sowas alles, ne? So, danke dann erstmal. Tschüss.